Puh, Annalena Baerbock bei uns. Haben Sie mit Herrn Kubicki auch schon ein Selfie gemacht, Frau Baerbock? Nö, aber heute haben wir schon nett miteinander gesprochen. Der verhandelt ja mit. Da sind Schützengräben, die müssen überwunden werden. Oder man geht aufeinander zu und vergisst es alles? Ja, Wahlkampf ist Wahlkampf und die Menschen in Deutschland haben entschieden. Und ich glaube, die letzten Wochen haben deutlich gemacht, dass es jetzt nicht nur eine Zeit ist für große Herausforderungen, für große politische Aufgaben, sondern auch eine einmalige Chance für eine andere Art von Politik. Vielleicht, wir sind ja auch eine andere Generation von Politikern, wo viele junge Menschen sagen, es soll nicht mehr so viel gelabert werden, um es mal auf Deutsch zu sagen, sondern die großen Dinge müssen endlich angepackt werden. Aber ausgerechnet diese beiden Parteien haben sich ja so eine Art Kulturkampf geliefert, Helena. Würde Ihnen denn, also die große Freiheit versus die Klimaschutzpartei, die alles verbieten möchte, würde Ihnen denn heute einer dieser Sätze, die Sie gesagt haben, leid tun? Bullabü auf Lastenfahrrädern? Nun ja, Bullabü war ja ein Zitat. Mhm. Die Spitzenkandidatin der Grünen hier im Land Berlin sprach davon, sie wolle aus unserer Hauptstadt ein Bullabü machen. Also insofern, das war ja. Das haben Sie keine, freudig aufgenommen. Das war ja, naja, ich habe ja, es war keine Verunglimpfung, sondern es war ein Zitat. Ja. Und klar ist doch auch, dass Bündnis 90 die Grünen und die FDP unterschiedliche Ansichten haben. Übrigens, die FDP hat auch andere Ansichten als CDU und CSU in vielen Fragen. Das ist ja Demokratie. Wozu führen wir Wahlkämpfe, wenn es nicht auch politische Unterschiede gibt? Und die werden da herausgearbeitet. Jetzt ist der Wahlkampf zu Ende. Und nun müssen wir aus unterschiedlichen Perspektiven uns aufeinander zubewegen und müssen schauen, wo gibt es Gemeinsames und wo gibt es Unterschiede, die wir überbrücken können. Genau dieser Prozess läuft jetzt. Ich bin sicher, wenn es gelingt, ein solches Bündnis von Sozialdemokratie, Grünen und FDP zusammenzubringen, dann kann das für unser Land Gutes bewirken. Und ein Gewinn sein, sagen Sie. Sie haben sich interessanterweise an vielen Stellen durchgesetzt. Dazu werden wir noch kommen. Freuen uns aber, Norbert Röttgen in der Runde zu begrüßen. Außenpolitiker der Union und ehemaliger Umweltminister, für den Parteivorsitz auch irgendwie angetreten und versucht es gegebenenfalls jetzt wieder. Herr Röttgen, wie sehr schmerzt Ihnen das Herz zu sehen, dass Sie mit Frau Baerbock und Herrn Lindner auch hätten verhandeln können in einer Jamaika-Konstellation? Also wie sehr schmerzt es, das nicht tun zu können und jetzt die Scherben der Union zusammenzukehren? Naja, also natürlich ist das ein Schmerz, wenn man eine Wahl verliert. Ist doch gar keine Frage. Und es ist noch besonders schmerzhaft, weil wir sie so verloren haben. Mhm. Nicht nur 24%, sondern wir haben ja in 5 Bundesländern kein Direktmandat mehr gewonnen. Und darum haben wir jetzt 2 Aufgaben, die aber nicht schmerzhaft sind als Aufgabe, sondern die muss man annehmen. Wir müssen als CDU und CSU uns wieder begründen als Volkspartei. Wenn das so bleibt, wie es jetzt war bei diesem Wahlergebnis, dann wären wir nicht mehr Volkspartei. Das ist eine wirkliche Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, die wir haben, das ist die zweitschönste Aufgabe in der Demokratie, das ist Opposition. Klar ist man immer lieber Regierung. Aber dass nach 16 Jahren das mal kommt, ist jetzt auch keine nur Überraschung. Ich habe auch vorher gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Das müssen wir besonders begründen nach dieser Zeit. Das ist uns nicht gelungen. Und diese Aufgabe, beide Aufgaben, müssen wir jetzt annehmen. Aber also Sie der haben Schmerz immer, ist da, aber jetzt gibt es neue Aufgaben. Sie haben immer sehr für Schwarz-Grün geworben. Sie waren auch in dieser sogenannten Pizza-Connection. Und heute sagt Armin Laschet, nach Ansicht des Sondierungspapiers, vieles davon hätten wir auch haben können. Sehen Sie das genauso? Oder sagen Sie, Ralf Brinkhaus hat recht und das ist die linkeste Agenda, die Deutschland je hatte? Also das Erste würde ich mal jetzt so ungeschützt sagen. Schwarz-Grün, das haben die Grünen und die CDU vermasselt in diesem Wahlkampf. Das wäre drin gewesen und das haben beide Parteien nicht hinbekommen. Und darum gibt es jetzt eine andere Konstellation. Und das ist schade. Ich glaube, dass das die gesellschaftliche Situation jetzt wiedergegeben hätte, dass das auch die Veränderung reflektiert. Das haben wir beide aber nicht geschafft. Die Grünen nicht geschafft und die CDU hat es nicht geschafft. Das Sondierungspapier, da würde ich weder das eine noch das andere sagen. Ich finde, beim Sondierungspapier ist das Auffälligste, dass da noch, es ist ja nicht der Koalitionsvertrag, aber es ist ein erstes Papier, da ist noch ganz wenig Politik drin. Also die Klimaregierung, die Sie versprochen haben, die steht da noch nicht drin. In 10 Tagen fängt der
die Weltklimakonferenz, die COP26 in Glasgow an. Da wäre schon gut, wenn langsam mal rüberkommt, was die neue Regierung, die Ampelregierung, die also wahrscheinlich kommt. Also Sie sagen, kommt. Es ist jetzt weder links, noch ist es etwas, was mit Nein, Ihnen ich so glaub, ähnlich mit links, ausgesehen das ist, hätte? Glaube ich, das war im Eifer des Gefechtes gesprochen. Das, okay. glaube ich, ist kein realistisches Urteil. Aber das, was da drin steht, ist im Wesentlichen die Beschreibung zum einen des Status quo, also keine Steuererhöhung ist ja die Rechtslage. Kein Tempolimit ist ja die Rechtslage. Die Verfassung einzuhalten beim Schuldenmachen ist ja die Rechtslage. Das ist noch kein Aufbruch, sondern es ist der Status quo, den ich im Wesentlichen begrüße, aber noch kein Aufbruch. Noch und, im Übrigen fängt ja Politik da an, wenn ich sage, das sind die schönen Ziele, die wir erreichen wollen und das sind die Instrumente. Das ist die Frage, wie genau ich die Zielkonflikte abwäge und da war noch fast, ich würde sagen, praktisch nichts drin. Darüber gilt es zu diskutieren. Ja. Christiane Hoffmann ist bei uns, geschätzte Kollegin vom Spiegel. Frau Hoffmann, nun haben wir alle zur Kenntnis genommen, welche großen Worte da unterwegs waren. Mhm. Jahrhundertreform, wirklich Neues in diesem Land, Aufbruch x-mal. Wird es gelingen, wenn man das vorweg gibt? Oder ist es schwierig, an so einem Anspruch auch dann ja täglich gemessen zu werden? Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Also dieses Sondierungspapier erweckt ja den Eindruck, als hätte man da ein gemeinsames Projekt, so wie es Rot-Grün hatte 1998, als man gesagt hat, wir wollen Kohle abwählen und wir haben auch eine Agenda, was wir mit diesem Land vorhaben, gemeinsam. Ja. Und das, was wir heute haben, ist ja kein Bündnis, das eine gemeinsame Agenda hat und schon gar nicht damit gemeinsam Wahlkampf gemacht hätte, sondern wir haben letztlich ein Zweckbündnis, das zusammenkommt, weil das jetzt hier möglich ist. Das war mein Wort vom Montag. Ja, ich weiß, ja. Ich habe das zur Kenntnis genommen und das sehe ich wirklich müsste man fragen, genauso, dass daraus Liebe wird. Aber das Sondierungspapier, das Sie ja mit verfasst haben, spiegelt das gar nicht wider, sondern da ist sehr stark die Rede von einem tatsächlich Projekt, da kommt in dieser sozusagen Präambel mehrfach das Wort Aufbruch, Innovation, Wandel, Modernisierung. Und man hat den Eindruck, da sind drei zusammen, die haben wirklich die haben etwas Großes vor mit Deutschland. Und wenn es dann aber ins Unterholz der einzelnen Paragraphen geht, dann tritt unweigerlich so eine Enttäuschung ein, weil man denkt, wo ist das denn? Ich glaube, dass das aber kein Widerspruch ist. Auf der einen Seite sehen wir, dass kaum 4 Wochen, dass die Bundestagswahl her ist, sich in Deutschland schon die Stimmung verändert hat. Es gibt große Erwartungen, es gibt auch eine Neugier und ganz offensichtlich den Wunsch nach Veränderung. So wurden Grüne und FDP ja etwa insbesondere von jüngeren Menschen gewählt. Und Frau Hoffmann hat völlig recht. Natürlich ist zu Beginn einer möglichen Ampelkoalition der Vorrat an Gemeinsamkeiten noch überschaubar. Darin scheint mir aber das Besondere zu sein, wenn nämlich Sozialdemokraten und Grüne auf der einen Seite und die FDP als Partei der bürgerlichen Mitte, die einzige gegenwärtig regierungsfähige bürgerliche Partei, sich auf ein gemeinsames Projekt verständigen. Und zum Beispiel unsere soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterentwickeln, um nur den einen Punkt zu nennen. Dann wird aus dem als Zweckbündnis gestarteten Projekt vielleicht im Nachhinein etwas, was unser Land wesentlich vorangebracht hat. Weil man eine große Aufgabe. Darf ich da einmal entgegen? Die Gefahr ist doch, dass eben sozusagen die Rhetorik und das, was da tatsächlich steht, auseinanderklaffen. Ich kann schon verstehen, dass Politik auch so funktioniert, dass man mal ein Ideal setzen muss oder einen Schuss Rhetorik braucht, klar. Aber wenn das zu weit auseinanderklafft, dann spüren das die Leute natürlich sehr schnell. Ich glaube, Olaf Scholz ist in seinem gesamten politischen Leben noch nicht einen Überschuss an Leidenschaft vorgeworfen worden. Aber dann sagt er, das Jahrhundertprojekt, das Jahrhundertprojekt, vielleicht umso erstaunlicher, weil jemand, der sich auch mit der Gabe der Rede ausgesprochen gut auskennt, Herfried Münkler, ist herzlich begrüßt in München, Politologe, Politikwissenschaftler, ein begeisterter Verfolger der aktuellen Politik, der auch viele amtierende Volksvertreter berät. Er kennt sich auch mit Machiavelli aus und mit den Mythen der Deutschen und mit vielem mehr, aber hat mit Faszination sicherlich nun auch diese Sondierungsgespräche verfolgt. Herr Münkler, da ist in der FAZ die Rede von Ampellametta und einer sozialliberalen Ökopoesie. Wir haben hier auch schon die Frage gewendet, ob man es hätte ein bisschen kleiner machen sollen. Was sagen Sie? Ich glaube, dass die Verhandler da sehr geschickt herangegangen sind an die Sache.
Sie haben ja jetzt schon herausgearbeitet, welche Unterschiede es vorher gab in dem Wahlkampf und in der Programmatik. Und dieser Riss oder dieser Zwiespalt, den hat man überbrückt, indem man mit bestimmten Narrationen oder Narrativen gewissermaßen ein Projekt formuliert hat, von dem man sagen kann, das ist weit angelegt, das hat eine Perspektive. Das hat natürlich eine gewisse Verwundbarkeit, also den Punkt, den Frau Hoffmann angesprochen hat, zur Folge, nämlich man legt einen Maßstab hin, an dem man selber gemessen wird, aber gleichzeitig ist diese Überbrückung sozusagen von Erwartungshorizont und Erfahrungsraum gewissermaßen die Voraussetzung dafür, dass man ein Projekt schmiedet, das eben nicht nur eine Legislaturperiode und dann sind möglicherweise wieder andere Verhältnisse, sondern das geeignet ist, einen relativ langen Zeitraum zu umfassen. Und das, fand ich, ist ausgesprochen geschickt gemacht worden. Damit hat man sich aber natürlich auch eine Last ins Projekt gelegt, der man jetzt genügen muss. Die wirklich groß ist und wo auch den Worten irgendwie Taten folgen müssten. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu dieser frisch begründeten Jahrhundertkoalition. Es wird das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland wahrscheinlich seit über 100 Jahren durchgeführt hat. Alter Schwede. Und wir dachten schon, wir hätten bloß eine neue Regierung gewählt. Mitnichten. Jetzt rollt bald die Jahrhundertreform übers Land. Kleine Schritte sind out. Diese Ampel will Geschichte schreiben. Darunter läuft nix. Milliardenschwere Investitionen bei angezogener Schuldenbremse? Das ist gar nicht machbar, dieser Spagat, sehr viel mehr Geld ausgeben zu wollen, 50, 60 Milliarden Euro mehr pro Jahr, gleichzeitig keine Mehreinnahmen, also sprich keine zusätzlichen Steuern. Und man will auch noch die Schuldenbremse einhalten, die man schon ohne die Mehrausgaben verfehlen würde. Sichere Renten, stabile Beiträge und nicht einen Tag länger arbeiten? IFO-Chef Clemens Fuß kritisiert. Mit nachhaltiger Finanzpolitik sind diese Rentenbeschlüsse nicht vereinbar. Die Rentenreform wird offenbar schlicht vertagt. Kohleausstieg 2030? Naja, idealerweise, versteht sich. Das ist unsere Zukunft. Und idealerweise eine Zukunft zu haben, das ist eben nicht, was wir brauchen. Und ganz modern und digital soll alles in der Republik nur noch halb so lang dauern. Selbst Antworten des künftigen Kanzlers. Supi. Was wäre denn das beispielsweise? Da gibt es ja eine ganze Reihe von steuerlichen Subventionen und anderen Subventionen, die wollen wir Stück für Stück. Sagen Sie mal Beispiele. Oder ein Beispiel. Ich möchte aber dem nicht vorgreifen, was wir jetzt miteinander uns vorgenommen haben, damit wir eine gute Zukunft haben in 10, 20, 30 Jahren. Hier noch mal ein bisschen bei den Worten geblieben. Frau Baerbock, Butter bei die Fische. Finanzierung ist eines der härtesten Themen bei diesen Verhandlungen, sagen Sie. Und trotzdem wäre es ja schön, wenn es seriös wäre, wie Herr Fratscher bei Ihnen irgendwie in den groben Richtlinien erstmal nicht finden und attestieren kann. Ja, der Finanzbereich ist einer der schwierigsten, weil da gerade FDP und wir Grünen auch am weitesten auseinander liegen. Und nichtsdestotrotz muss man jetzt ja Lösungen dafür finden. Und deswegen haben wir in diesem Sondierungspapier neue Wege gewählt. Es wurde ja im Beitrag gerade über die Frage Rente gesprochen, wo wir zum Beispiel einen neuen Weg gegangen sind. Der stand jetzt nicht in unserem Wahlprogramm. Über diesen Aktienfonds. Aber bleiben wir vielleicht mal bei der Finanzierung. Also ist es möglich, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen Investitionen, wir wollen im Groben uns an der Schuldenbremse orientieren und brauchen auf der anderen Seite aber eben keine Steuererhöhungen, die jetzt nicht in diesem Sondierungspapier sind. Ja, wir müssen jetzt geht das? Wie rechnet sich das? Das geht, das wird nicht einfach und wir müssen jetzt klar trennen, weil es sind auf der einen Seite, haben wir zum Beispiel gesagt, wir sollten den Spitzensteuersatz erhöhen, um mittlere und niedrige Einkommen zu entlasten. Das ist ja nicht dabei. Das ist nicht dabei, deswegen können wir im unteren Bereich auch keine Entlastung vornehmen. Hätten wir uns anders gewünscht, aber wir haben uns jetzt so darauf verständigt. Ja. Auf die Krisen-Investitionen, die angesprochen worden sind, von 50 Milliarden, 60 Milliarden. Sagen Sie jetzt, die sind da schon drin und darüber haben Sie sich verständigt oder sagen Sie, das ist noch ein offener Punkt, ob wir auf diese in 10 Jahren
50 Milliarden jeweils kommen, oder? Jährlich. Nicht? Wir brauchen die ja mindestens jährlich. Jedes Jahr um 500 Milliarden zusammen. Wir haben uns mindestens darauf verständigt, weil all das, was wir beschrieben haben bei der Digitalisierung, bei der Frage Klimaschutz, beim Umbau der Industrie und da vielleicht das einmal noch aufgreifend, ja, das ist eine Jahrhundertaufgabe. So wie wir vor 100 Jahren diesen Wohlstand des Landes auf fossilen Energien, auf Technologien aufgebaut haben, gilt es jetzt, das Ganze klimaneutral zu machen. Und klar sind die Ansprüche hoch. Aber wenn wir nach Jahren der Stagnation, wo sich vieles nicht bewegt haben, was wir ja bei Corona gesehen haben, nicht sagen, jetzt müssen sich manche Dinge wirklich radikal verändern, dann werden wir dieses Jahrhundertprojekt, einen klimaneutralen Wohlstand zu schaffen, nicht stemmen können. Und auf die Frage mit Blick auf die Investitionen, da werden wir im Rahmen der Schuldenbremse Kredite aufnehmen. Darauf haben wir uns verständigt. Das ist bei jedem Unternehmen so. Das sagt, meine Maschine ist marode. Was heißt im Rahmen der Schuldenbremse? Die Schuldenbremse legt ja eigentlich fest, dass man sich nur um 0,35% pro Jahr verschulden darf. Sagen Sie, Sie wollen jetzt noch mal einen richtigen Schluck aus der Pulle nehmen im Jahr 2022. Das unterstellt man verstanden zu haben aus Ihren Äußerungen, dass es noch Spielräume gäbe, sich da in 2022 ein ordentliches Polster anzulegen. Oder sagen Sie, eigentlich reichen uns dann diese einmal im Jahr 50 Milliarden, die wir zusätzlich brauchen? Es gibt jetzt, ist es beides oder ist es nur das eine? Es ist beides und es ist auch nicht so. Deswegen, ich meine, klar, wenn man jetzt die Rollen wechselt, das ist immer so, als wir in der Opposition waren, war das auch so. Aber es ist ja nicht so, als hätte das es bisher nicht gegeben. Wir haben zum Beispiel die Deutsche Bahn. Da ist es auch so, dass sie als eigenständiger Akteur eben Kredite aufnehmen kann. Wir haben die KfW, auch die investiert. Und es ist auch im Rahmen der europäischen Regeln möglich, dass wenn man zum Beispiel Einnahmen generiert, dass man dann auch entsprechend Kredite dafür aufnehmen kann. Und das brauchen wir alles, um die riesigen, großen Projekte, die wir im Infrastrukturbereich brauchen, wirklich angehen zu können. Müssen wir unbedingt Christian Lindner zuhören? Frage Nummer eins. Herr Lindner, ist aus Ihrer Sicht in diesem Sondierungspapier festgehalten, dass in jedem Jahr in den nächsten 10 Jahren 50 Milliarden Investitionen gebraucht werden und dass die zusätzlich finanziert werden? Also ich kann den Satz, wir werden im Rahmen der gesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten. Sind diese 50 Milliarden pro Jahr dafür Sie dabei? Es gibt noch keine mittelfristige Finanzplanung. Das wäre auch zum jetzigen Zeitpunkt weder seriös noch möglich. Wir kennen ja etwa die konjunkturelle Entwicklung gar nicht. Und die konjunkturelle Entwicklung bestimmt etwa auch die Größenordnung, die die Schuldenbremse an Nettokreditaufnahme in den nächsten Jahren erlaubt. Deshalb ist hier keine Mittelfrist. Als absolute Zahl, aber nicht als relative. Das ist gegenwärtig noch nicht möglich. Um einmal zu beschreiben, wie das gelingen kann, will ich auf einige Aspekte hinweisen. Der erste Aspekt ist, dass es aus unserer Sicht zwingend erforderlich ist, die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland zu stärken. Wir haben ein beklagenswert geringes Wachstumsniveau, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das beschränkt natürlich die Einnahmemöglichkeiten auch des Staates. Eine prosperierende, wachsende Wirtschaft stellt natürlich dem Staat auch mehr Mittel zur Verfügung. Zum Zweiten sind die Investitionsmittel, die jetzt in den Haushalten in den vergangenen Jahren eingeplant waren, niemals abgeflossen, weil die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu bürokratisch waren. Das wollen wir jetzt ändern. Das wäre übrigens ein Durchbruch in Deutschland. Zum Dritten, auch innerhalb des Haushaltes gibt es Spielräume. Allein in diesem Jahr, seit Jahresanfang bis jetzt, ist etwa 1 Milliarde Euro an Subventionen gezahlt worden für Plug-in-Hybridautos, auch für Gutverdiener. Eine ganze 1 Milliarde Euro. Man fragen muss, ob das eigentlich noch angemessen ist, ob das erforderlich ist. Da sagen Sie, das ist Quatsch, weil es die... Darüber wird zu sprechen sein. Ich mache jetzt nur auf, worüber gesprochen wird, nicht was entschieden ist. Und gestatten Sie, dass ich einen Punkt von Annalena Baerbock aufgreife, den ich richtig finde. Wir haben ja das Ziel, private Investitionen zu aktivieren. Es sind Milliarden, ich will sagen Billionen Euro privaten Kapitals in Deutschland vorhanden, die aber für viele wichtige Aufgaben nicht eingesetzt werden können. Ich will jetzt das nicht in Details ausführen, warum. Und unsere öffentliche Förderbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kann ein Instrument sein, mit dem wir dieses private Kapital, das übrigens sehr gering verzinst ist, dass das eingesetzt werden kann, um auch die Transformation der Wirtschaft mit zu finanzieren. Und da kann ich mir vorstellen, stützt das? Kann ich mir vorstellen, dass wir ein ganz spannendes Instrumentarium finden, das
undemokratische Schattenhaushalte außerhalb des Bundeshaushaltes verhindert, die Schuldenbremse einhält und gleichzeitig marktwirtschaftlich auch mit privater Haftung Fortschritt organisiert. Indem Sie diese Investitionen dann entsprechend absichern. Und trotzdem noch mal die Frage, was Ihr zukünftiger potenzieller Koalitionspartner versteht. Annalena Baerbock versteht, dass jetzt in jedem Jahr 50 Milliarden Investitionen getätigt werden. Einfach, da habe ich gesagt, weil da Werte geschaffen werden, weil es ganz wichtig ist, klimaneutral und gleichzeitig reicher zu werden. Die Argumentation kennen Sie. Und parallel dazu möchte man das Jahr 2022 nutzen. Aber nur mal ganz kurz, dass wir jetzt hier nicht aneinander vorbeireden. Weil Christian Lindner hat ja gesagt, wir haben noch keinen finalen Kassensturz gemacht. Was aber klar ist, weil wir orientieren uns ja gemeinsam an den Fakten, an dem, was auch Ökonomen berechnen. Der BDI ist heute rausgegangen und hat gesagt, die Investitionen sind noch viel höher. Die rechnen mit fast 100 Milliarden, die wir gemeinsam brauchen. Also, dass wir diese riesigen Investitionssummen stemmen müssen, das ist ja keine neue Erkenntnis der Ampel, sondern das ist das, was wir in den letzten Jahren mit Gutachten immer wieder belegt bekommen. Immer wieder deutlich geworden ist. Und das werden wir jetzt im Koalitionsvertrag ausbuchstabieren, in welche Bereiche das alles gemeinsam reinfließen muss. Okay, nochmal die Frage an Herrn Lindner, nur weil ich möchte, dass Sie auch verstanden haben, dass ich Sie gefragt habe. Für Annalena Baerbock geschehen zwei Dinge in der Zukunft auf jeden Fall. Ich dolmetsche nur, es wird im Jahr 2022 den Versuch geben, so viel Geld wie möglich in diesen potenziellen Haushalt zu holen, weil es noch keine Schuldenbremse gibt, sondern eine ausgesetzte Schuldenbremse. Und ab 2023 dann 50 Milliarden pro Jahr. Versteht der zukünftige, vielleicht der zukünftige Finanzminister das auch so? Wir haben eine Haushaltsplanung für das Jahr 2022. Die Schuldenbremse ist ausgesetzt worden wegen Pandemie, nicht wegen Transformation der Wirtschaft. Und ich glaube, dass das gemeinsame Verständnis aller drei Parteien, die jetzt verhandeln, ist, dass wir seriös auch in der Haushalts- und Finanzpolitik bleiben. Deshalb habe ich Annalena Baerbock anders verstanden, als Sie gerade versucht haben zu dolmetschen. Okay. Und zum anderen ist meine feste Überzeugung, dass die von Ihnen genannte Investitionszahl an öffentlichen und privaten Investitionen zusammengenommen wesentlich oberhalb von 50 Milliarden Euro liegen wird. Und dazu wird eine zukünftige Bundesregierung ihren wichtigen Beitrag leisten, durch öffentliche Investitionen, aber auch durch neue marktwirtschaftlich kompatible Instrumente, mit denen wichtige Vorhaben auch mit privatem Kapital unterstützt werden. Und ich bin sicher, dass es gelingt, auch die Anliegen, die Bündnis 90 Die Grünen zu Recht öffentlich vortragen, sehr seriös und nachhaltig zu finanzieren. Dann nickt er. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu der Journalistenkollegin vom Spiegel. Frau Hoffmann, es ist ja viel von Voodoo-Wirtschaft und Politik gesprochen worden im Wahlkampf, die da einerseits von der FDP und angeblich eben auch von der Union auf dem Tisch gelegen hätte. Besteht die Gefahr, dass auch diese zukünftige Ampel Märchen-Finanzstunden macht? Also bis jetzt sehe ich jedenfalls nicht, dass es tatsächlich schon seriös wäre. Da halte ich mich auch an das, was hier die Ökonomen gesagt haben. Bis jetzt geht das nicht auf, was da, aber in dem Finanzteil steht ja auch keine einzige Zahl drin. Es ist der kürzeste Teil in dem gesamten Sondierungspapier, vielleicht auch kein Zufall. Also ich glaube, dass das einfach noch eine riesige Baustelle für die Koalitionsverhandlungen ist. Und ich finde nicht, dass jetzt in dem Gespräch eben wirklich klar geworden ist, wie das gelöst werden soll. Wenn ich auch noch Herrn Lindner so verstehe, dass das, was gemeinhin als möglicher Ausweg angesehen wurde, nämlich dass man 2022 eben doch Klimaschulden macht, obwohl man eigentlich nur Corona-Schulden machen dürfte. Wenn Sie das jetzt aber auch sagen, das ist, aber Frau Hoffmann, das Sie ist nicht würden, mit uns aber möglich. Aber Sie würden es im Spiegel doch als unseriös und als einen Geburtsfehler einer neuen Koalition brandmarken. Und deshalb sollte wenn man die bestehenden wegen der Corona-Pandemie eröffneten Kreditermächtigungen jetzt nutzt, um gewissermaßen einen Vorrat anzulegen für eine neue Koalition. Das wäre nicht seriös. Nee, ich finde es nur neu, dass Sie das ausschließen. Das finde ich interessant. Das ist eine interessante Klarstellung. Ja, aber das, wenn ich das mal so sagen darf, das waren Vorschläge von Ökonomen.
Herr Fuest hat das in der Welt am Sonntag ja in einem Gastbeitrag geschrieben. Und er selbst hat schon 3 Argumente vortragen müssen, was man alles tun muss, damit das überhaupt legitim sein kann. Also das war ja mit größter Vorsicht. Und ich sage Ihnen, Frau Hoffmann, es wird ein Finanztableau geben und auch eine Planung für Investitionen, die aus der Dekarbonisierung der Wirtschaft, der Digitalisierung, der Modernisierung des Staates ein Wachstumsprojekt für unser Land macht. Nur wir leben auch in einer Zeit mit beginnender Inflationsrisiken. Da kommen wir gleich und wir noch können in dieser können Situation nicht die Nachhaltigkeit der öffentlichen was Finanzen mich beunruhigt noch etwas anderes daran. Und das ist das vollkommene Fehlen der Umverteilungsidee. Sie haben das ja angesprochen, Sie haben das gewollt. Und dass man das sozial abfedert. Ja, genau. Sie vergessen den Gedanken nicht. Wir kommen da gleich noch mal hin. Sie vergessen es nicht. Ich möchte Norbert Röttgen noch mal fragen. Ist es vielleicht auch einfach echt Pech, dass diese Ampelkoalition startet in einer Zeit, wo 480 Milliarden Corona-Schulden aufgelaufen sind? Die letzte GroKo startete, glaube ich, mit 70 Milliarden plus. Und man marschiert da jetzt ebenso oder so in eine wirklich harte Zeit hinein und möchte weder Schattenhaushalte, weil davor warnt der Bundesrechnungshof und man möchte auch vor dem Bundesverfassungsgericht nicht landen, weil so eine Rücklage durch das Grundgesetz nicht gedeckt sei. Was tun? Also, egal wer regiert, das Regieren in den nächsten Jahren macht keinen Spaß. Das müssen sich ja dann die Betroffenen fragen. Es ist jedenfalls hart. Sie haben völlig richtig gesagt, das sind, wenn man den Haushalt 2022 noch dazu nimmt, der ist ja im Kabinett beschlossen worden, dann sind es 470 Milliarden Euro neuer Schulden. In einem so kurzen Zeitraum wurden noch nie so viele Schulden gemacht. Die Fluthilfen von 30 Milliarden sind noch nicht dabei. Ja. So. Und wir haben diesen Investitionsbedarf, wir haben den Transformationsbedarf. Und darum muss ich sagen, geht das bislang rechnerisch noch nicht auf. Aber das Gespräch bringt immer weitere Klarstellungen. Frau Hoffmann hat eben auf eine Klarstellung hingewiesen, dass es nicht rechtlich zulässig, nicht legitim ist, den großen Schluck wegen Pandemie nun für andere Investitionen zu nehmen, hat Christian Lindner klargestellt. Mhm. Er hat des Weiteren klargestellt, was die FDP jedenfalls auch in der Opposition immer beklagt hat, ein Verlagern, ein Finanzieren durch undemokratische Neben- und Schattenhaushalte, das ist ihre Deutsche Bahn. Hat er gesagt, das kommt mit uns nicht in Frage. Also, das ist die Deutsche Bahn nicht. Dann hätten Sie in den letzten Jahren ja lauter Dinge getan, die nicht erlaubt gewesen wären. Das ist genau das Prinzip. Ich verlagere Aufgaben außerhalb des. Dann will ich es nochmal klarstellen. Wenn Sie Aufgaben verlagern aus dem Bundeshaushalt hinaus, auf bestimmte Agenturen oder Einrichtungen übertragen, dann ist das führt das zur Intransparenz und zu einem Verlust parlamentarischer Kontrolle. So habe ich Sie eben verstanden, als Sie sagten, Sie wenden sich gegen undemokratische Nebenhaushalte. Das ist jedenfalls mal ein Wort, das ist jetzt gesprochen und ich nehme an, dass es auch steht. Darum werden die Finanzierungsmöglichkeiten immer geringer, was ich begrüße, dass nicht schon von Beginn an getrickst wird und man versucht, etwas hinzubiegen. Aber wie die Aufgabe dann rein mathematisch aufgeht, das ist noch nicht andeutungsweise klar. Doch. Und darum ist es ein starker Kontrast gegenüber der rhetorischen Überhöhung, was man als. Also, wir haben ja Jahrhundertregierung, Jahrhunderttransformation. Aber wenn es sozusagen ans Rechnen geht, da ist noch die Arbeit vor den beiden. Damit sich das Wort der Jahrhundertregierung oder Jahrhundertkoalition nicht verselbstständigt sagen, Olaf Scholz davon gesprochen hat, dass die Transformation der Wirtschaft aufgrund des Klimaschutzes eine Jahrhundertaufgabe ist, der würde sich jede Koalition übrigens stellen müssen. Ich halte mal zum Zweiten fest, ich höre das sehr wohl, wenn Norbert Röttgen auch über den großen Investitionsbedarf spricht. Klar. In der mittelfristigen Finanzplanung der von der CDU geführten Bundesregierung, da entnehme ich jedenfalls nichts von dieser Dimension. Das sind jetzt erst neue Partner. Ja, genau. Und das ist jetzt eine nächste Koalition, die sich dem stellen muss. Und gestatten Sie noch mal die dritte Bemerkung, weil ich feststelle, dass darüber immer hinweggegangen wird. Die KfW hatten Sie genannt. Sie haben die KfW ist übrigens schuldenbremsenrelevant. Sie haben ein großes Abschreibungsmodell. Abschreibung ist etwas anderes. Auch schon angeboten für Firmen, die in der Transformation sind. Ja, aber das ist etwas
anderes. Das hilft, das beschleunigt und hebelt auch private Investitionen. Und vermindert die zu zahlenden Schulden, gegebenenfalls des Staates, etwas abzuschütten. Durch Wachstum ist noch etwas anderes, aber darum geht es jetzt hier nicht. Ich will nur sagen, dass dieses Instrument, private Investitionen mit privatem Kapital zu ermöglichen, bislang in Deutschland nicht hinreichend genutzt worden ist. Nehmen wir etwa die Lebensversicherungen, die viele Milliarden Euro haben. Die dürfen ihr Kapital für bestimmte Aufgaben nicht einsetzen, aufgrund von regulatorischen Vorgaben. Und wenn es nun gelingt, diese Regulatorik zu verändern, indem vielleicht auch der Staat bestimmte Absicherungen, die gar kein Geld kosten, bereitstellt, dann fließt viel Geld, und zwar nicht nur zum Vorteil etwa der wichtigen ökologischen Vorhaben, sondern auch um eine rentierlichere Verzinsung für die Altersversorgung der Menschen zu erreichen. Also keine öffentlichen Mittel, das sind ja dann private Mittel. So steht es in dem Sondierungspapier, dass wir neben der Schwerpunktsetzung im öffentlichen Haushalt. Und das ist jetzt so tut, als hätte es das in der Vergangenheit alles nicht gegeben, dann fragen wir uns, was eigentlich mit der Deutschen Bahn in der Vergangenheit gewesen ist. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass es einen Dissens gibt zwischen dem, was man liest aus diesem einen Satz, oder besser gesagt, jeder macht offensichtlich zum Teil auch daraus, was er verstehen möchte. Mich würde noch mal ganz kurz, ich frage bei Frau Baerbock gleich nach, Herfried Münklers Meinung interessieren. Herr Münkler, könnte man nicht auf der anderen Seite aber auch sagen, das, wovor wir da stehen, diese Transformation, dieser komplette Umbau einer Produktion und damit auch der Arbeitswelt und all der Dinge, die sich verändern werden in diesem Land, das ist so groß, dass es auch rechtfertigen würde, sowohl im nächsten Jahr zu einer Finanzierung wie zu Corona-Zeiten zu greifen und zu sagen, es ist im Grunde der deutschen Einheit ähnlich riesig und ähnlich wichtig, gewichtig, bis zu 2 Billionen geschätzt auf die nächsten Jahre. Und insofern würde es rechtfertigen zu sagen, klar, wir brauchen Kredite, wir brauchen Geld. Also uneingeschränkt ja. Ich meine, wenn man über eine Jahrhundertaufgabe spricht, dann muss man auch bereit und in der Lage sein, die Voraussetzungen für deren Bewältigung zu schaffen. Das heißt, über einen relativ langen Zeitraum, ich habe das vorhin angesprochen, als ich ein bisschen über die Narrative etwas gesagt habe, langen Zeitraum, also nicht eine Legislaturperiode nur, sondern mindestens zwei, ein solches Projekt anzugehen. Und da kommt jetzt ein interessanter Punkt hinzu. Nicht? Die Demokratie bringt aufgrund ihrer internen Mechanismen gewiefte Taktiker hervor. Und das können wir hier im Augenblick auch, wenn ich so aus München gewissermaßen mit einem gewissen Abstand die Diskussion beobachte, sehen, das sind alles gewiefte Taktiker. Aber was man für die Bewältigung einer solchen Aufgabe braucht, ist was ganz anderes. Das sind Strategen. Und das bringt Demokratie aufgrund ihrer Mechanismen nicht unbedingt hervor. Und das wird man jetzt sehen müssen, ob diese Koalition, nachdem sie mit der Semantik in Vorlage getreten ist, auch in der Lage ist, das umzusetzen. Und dazu gehört dann auch, dass man versucht, Rahmenbedingungen zu verändern und derlei mehr. Um das, was Frau Illner Sie angesprochen haben, nämlich ist jetzt echt Pech gewesen, dass Sie anfangen unter den Bedingungen von Corona so zu relativieren, dass man in der Lage ist, diese Aufgabe wirklich anzugehen und sich nicht durch immer wieder hereinkommende Krisen, und damit müssen wir natürlich rechnen, dass es in den nächsten Jahren auch der Fall sein wird, wie das die zweite Hälfte der Ära Merkel bestimmt hat, sich da nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern das langfristig zu verfolgen. Und da hat sozusagen jetzt die 3 Sondierungsparteien, die haben diese Latte hochgelegt. Und jetzt werden wir mal beobachten, inwieweit sie sich aus dem Konzept bringen lassen. Gut, dann fragen wir bei Frau Baerbock noch einmal nach. Frau Baerbock, Sie bleiben dabei. Und es gibt ja jetzt auch eine argumentative Stütze dafür zu sagen, das, was wir an Geld benötigen, um Deutschland klimaneutral zu machen und diesen Umbau zu schaffen, das haben wir und werden wir uns zur Verfügung stellen. Mit diesen 10 mal 50 Milliarden und gegebenenfalls im nächsten Jahr mit der Situation, die wir mit der ausgesetzten Schuldenbremse haben. Ja,
Ja. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt einfach die Augen zu und dann gucken wir mal, was passiert mit der Klimakrise. Die Klimakrise ist unsere größte Herausforderung und sie ist zugleich unsere allergrößte Chance. Wir sind ja in einer Situation, dass wir weltweit jetzt in einem Wettstreit stehen, wer entwickelt die Technologien der Zukunft, die klimaneutral sind. Das ist eine Zukunftsinvestition, die dem ganzen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt eben die Chance gibt, in diesem Jahrhundert die globale Wettbewerbsfähigkeit für Europa gemeinsam zu stärken, wo wir ja auch in einem Wettstreit mit anderen Regimen, autoritären Kräften zum Beispiel in China stehen. Und diese Investitionen müssen wir jetzt gemeinsam stemmen. Ist ja hier auch deutlich geworden, wir haben an ein paar Punkten noch Dinge, die müssen wir gemeinsam weiter klären. Aber das Sondierungspapier hat ein klares Bekenntnis dazu, die Aufgabe, ich würde den Satz gerne auch zu Ende bringen, die Aufgabe anzugehen, weil es ist nicht nur Pech, dass wir jetzt in einer finanziellen Situation sind, wo wir gerade stehen. Das ist ja nicht nur Corona, sondern es liegt daran, dass in den letzten Jahren, wo auch die CDU regiert hat, eben diese Investitionen, als wir florierende Steuereinnahmen hatten, als wir eine sehr, sehr gute wirtschaftliche Lage hatten, diese Investitionen nicht getätigt worden sind. Und deswegen sind wir in vielen Bereichen zurückgefallen. Hilft jetzt aber erstmal nicht beim Blick nach vorne. Ich habe mir den Gedanken von Frau Hoffmann gemerkt, dass wir über die sozialen Umverteilungskämpfe noch reden wollen und werden. Inklusive Frau Baerbock der Situation, dass Sie von der grünen Jugend, von Greenpeace, von Fridays for Future kritisiert werden für das, was Sie ausverhandelt haben, weil es nach Überzeugung der Klimaaktivisten nicht reicht. Also die zwei Fragen werden wir schaffen zu wenden und zu wägen. Wie viele Menschen werden Sie enttäuschen in einer Ampelsituation, in der Sie diese Klimaziele nicht schaffen, weil es Rücksichten zu nehmen gibt? Es geht nicht darum zu sagen, wir werden die Klimaziele nicht schaffen, sondern es gibt ein klares Bekenntnis in diesem Papier. Aber das reicht und das nicht, ist sagen unser, also dass wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen müssen, das ist unser aller Anspruch. Das muss auch unser aller Anspruch sein. Und wir haben eine Menge aufzuholen. Und deswegen hatten wir schon in unserem Wahlprogramm als Grüne deutlich gemacht, das geht nicht mit einem Fingerschnips. Und es geht nicht allein mit nationalen Maßnahmen, sondern es braucht die internationale Zusammenarbeit. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir das Ganze europäisch und international denken. Und ich möchte an diesem Punkt einmal klar und deutlich widersprechen. Man kann jetzt natürlich sagen, ihr macht da ein Zauberwerk. Auf 16 Seiten schreibt ihr schon mal alle 150 Maßnahmen des Klimaschutz-Support-Programms auf. Das passiert aber in Koalitionsgesprächen. Was wir hier getan haben im Klimaschutzteil, und jeder, der sich den jetzt mal genau anschaut, der muss dann halt auch drei Sätze mehr lesen und nicht nur idealerweise Kohleausstieg, sondern wir haben da was verankert, wogegen die alte Regierung gekämpft hat, nämlich den Kohleausstieg schon in den nächsten 10 Jahren, 2030, zu schaffen. Wir haben sogar ein Instrument benannt. Das tut man normalerweise in Sondierungsgesprächen auch noch nicht. Sondern haben gesagt, dafür ändern wir das Kohleausstiegsgesetz, was die SPD und die CDU gerade vor 1,5 Jahren erst beschlossen haben. Wir haben gesagt, 2% der Landesfläche für Windkraft. Eine Forderung, für die die Umweltverbände und auch wir Grünen immer gekämpft haben. Wir haben gesagt, das, was in Baden-Württemberg möglich ist, dass wir bei neuen Häusern jetzt auch Solaranlagen standardmäßig mit auf die Dächer drauf bringen. Das gehen wir jetzt alles an. Und ja, das wird noch nicht reichen, um komplett auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Deswegen müssen wir im Bereich der Industrie massiv Dinge tun. Deswegen müssen wir im Gebäudebereich ganz, ganz viele Dinge tun. Aber was wären wir denn für Politiker, wenn wir nicht sagen, wir packen das jetzt an mit allem, was wir haben, selbst wenn wir keine hundertprozentige Sicherheit haben, dass es funktioniert. Anpacken, das ist das jetzt, was wir tun müssen. Wie realistisch ist es, Norbert Röttgen, das alles zeitgleich zu schaffen? Auf der einen Seite natürlich den Freistaat Bayern zu überreden, dass Windräder eine tolle Sache sind. Auf der anderen Seite, also 2% der Flächen zur Verfügung zu stellen, aus 6 Jahren 6 Monate zu machen, im Hinstellen dieser Windräder, parallel dazu dafür zu sorgen, dass Unmengen von Strom für die deutsche Industrie vorhanden sind, die Trassen zu bauen. Ist das alles zu schaffen? Und wird es reichen, um diese Werte zu, also dieses 1,5-Ziel zu erreichen? Also ich stimme zu, wir müssen es schaffen. Wir werden es nicht alleine schaffen. Aber es kommt auf uns an, dass es ein wirtschaftliches und übrigens auch gesellschaftliches Erfolgsprojekt wird, das nur international funktioniert. Da stimme ich zu. Aber weil ich zustimme, ist die Ambition unzureichend. Und das, was Sie erreicht haben auf diesem Gebiet,
ist nicht auf dem Level, was Christian Lindner in seinen wichtigen Bereichen, über die wir eben gesprochen haben, etwa in der Steuerpolitik erreicht hat. Und darum kann ich die Enttäuschung, von die Sie eben zitiert haben, wirklich verstehen. Wenn da eben idealerweise steht, dann fragt man sich ja, was sind denn das für Bedingungen? Wenn Sie sagen, wir weisen im Bund 2% Fläche aus, haben Sie ja noch kein einziges Windrad gebaut. Die werden ja konkret gebaut. Sie haben immer betont, noch am Wahlabend und danach, es muss eine Klimaregierung sein. Wenn ich jetzt in diesem Papier, was ich dreimal durchgelesen habe, erkenne ich nicht, was ist das Markenzeichen dieser Regierung in der Klimapolitik? Ich muss noch mal zu sagen, in 10 Tagen beginnt der Klimagipfel in Glasgow. Was ist die Ansage der neuen Regierung für diesen Gipfel? Sie haben sogar einen Rückschritt, für den Sie auch kritisiert werden, von den Aktiven, klimapolitisch Aktiven dort vereinbart, den ich gar nicht verstehen kann. Vielleicht erklären Sie bei der Gelegenheit. Wir haben im Klimaschutzgesetz, das novelliert worden ist, im Anschluss an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ein strenges Klimaschutzgesetz. Dort steht drin, dass jährlich spezifisch auf die Sektoren berechnet bilanziert werden muss. CO2 angeschaut wird und CO2 nicht nach 3 Jahren? Nicht in 3 Jahren, jährlich und für jeden Sektor. Also Mobilität, Wohnen, Energie, Industrie. Jetzt vereinbaren Sie, und das ist ein großer Fortschritt, weil man nicht mehr mogeln kann. Und jetzt vereinbaren Sie in diesem Sondierungspapier, dass aus jährlich mehrjährig wird und dass aus den sektorspezifischen Betrachtungen sektorübergreifende. Christian Lindner grinst ein bisschen, aber er scheint damit zufrieden. Okay. Aber jetzt frage ich ja auch nur Sie, wieso haben Sie dem zugestimmt? Das ist ein Rückschritt, das ist nicht Status quo, das ist Regression, das ist Rückschritt gegenüber der geltenden Gesetzeslage. Das verstehe ich nicht. Erklären Sie mir das mal, bitte. Indem Sie das nicht lesen mit einer Polemik, wo Sie sagen, man dreht jetzt jeden Satz einmal um, sondern indem Sie das so lesen unter dem Lichte des Pariser Klimaabkommens. Und da wir beide sehr viel Klimapolitik gemacht haben, wissen Sie ganz genau, dass im Pariser Klimaabkommen steht, alle 5 Jahre überprüfen wir. Und im Übrigen steht das jetzt wieder an. Und wenn Sie jetzt plötzlich sich so gewandelt haben, dass Sie sagen, Kohleausstieg 2030 wollten wir schon immer. Ich habe jetzt gerade Ihnen zugehört. Ja, Sie haben mir was dann ist ja super, dass die aktuelle Bundesregierung jetzt noch nach Glasgow reist, weil bis dahin werden wir die Ampel noch nicht aufgestellt haben. Und wenn Sie jetzt sagen, das wollten wir eigentlich schon immer, dann kann ja jetzt Ihre Bundesregierung, auch Ihre Bundeskanzlerin hinfahren und sagen, jetzt würde ich gerne beantworten. 2030 steigt Deutschland aus der Kohle aus. Wir haben das im Kohleausstiegsgesetz so verankert. Und jetzt zu den Sektorenzielen. Da steht ganz klar und deutlich drin, und ich glaube, das ist der Respekt in der Politik, dass man auch dann alle Sätze zitiert. Jeder Sektor muss seinen Beitrag leisten. Ansonsten werden wir nicht klimaneutral. Wärme, Verkehr, Industrie, alle müssen ihren Beitrag leisten. Natürlich brauchen wir das jährliche Monitoring, was im Klimaschutzgesetz drinsteht. Aber darüber hinaus müssen wir doch, wenn wir Maßnahmen, die wir jetzt vereinigen, zum Beispiel Verbrennungsmotor aus in den nächsten 10 Jahren, dann können wir doch nicht sagen, das wird morgen schon Auswirkungen haben. Dann müssen wir doch zusätzlich zum Klimaschutzgesetz mit berücksichtigen, was diese mittelfristigen Emissionsminderungen auch bedeuten. Und das ist doch das, eine vorausschauende Politik zu machen und zusätzlich zu dem, was das Klimaschutzgesetz gebietet, eben diese mittelfristigen Maßnahmen auch zu ergreifen. Und die Sektoren arbeiten in Zukunft zusammen. Wenn ein Auto in Zukunft klimaneutral fährt, weil es ein E-Auto ist, kann es zugleich eben auch als Ladesäule mit funktionieren, kann als Speicher mit funktionieren, wenn man das zu Hause bei sich anschließt. Und diese sektorübergreifenden Maßnahmen, die wollen wir in Zukunft mit stark berücksichtigen. Mit bedenken, und Sie sagen, Sie unterschreiten nicht das, was die Große Koalition noch mit diesem Klimaschutzgesetz kurz vor dem Sommerurlaub verabschiedet hat. Also das, was da drin steht, wird nicht in Frage gestellt. Das ist eine Runde der Klarstellung. Das wäre ja absurd, wenn wir das unterschreiten würden, weil Ihr Klimaschutzgesetz hatte überhaupt gar keine Instrumente. Deswegen sind die 2% bei der Windkraft. Deswegen ist die Solarpflicht ja so wichtig, weil was Sie in Ihrem Klimaschutzgesetz beschrieben haben, das waren alles nur hehre Ziele für die Zukunft. Die Frage war, Sektoren überprüfen und die Limits überprüfen. Das steht in diesem Gesetz. Und die sind stufenweise festgelegt. Wird es dabei bleiben, ja oder nein? Oder fangen Sie an, diese Ziele, die die GroKo schon bearbeitet hat, zu unterschreiten?
Nein. Nochmal, wenn wir die Ziele unterschreiten würden, dann können wir dieses ganze Papier nehmen und in den Mülleimer werfen. Wir kommen doch nur auf den 1,5-Grad-Pfad, wenn wir die Klimaziele anschärfen. Ansonsten stünde doch Deutschland nicht da. Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht diese Debatte. Es ist ein beachtlicher Absolut. Punkt. Ja. Zunächst ist doch mal klarzustellen, dass eine nächste Bundesregierung beim Klimaschutz ambitionierter sein will als die bisherige Bundesregierung. Mhm. Ich glaube, das ist klar. Das ist ein Anliegen von Bündnis 90 Die Grünen. Und in einer Regierung, in einer neuen Koalition müssen sich alle einbringen. Hier ist viel von den Grünen erreicht worden. Nicht alles wäre jetzt schon unsere eigene Initiative gewesen. Aber man kommt ja aus unterschiedlichen Richtungen zusammen. Das Klimaschutzgesetz der scheidenden Bundesregierung federführend auch mit von der CDU verfasst, wird aber nicht den Ansprüchen gerecht, sowohl bei der Ambition der Ziele als auch bei den Instrumenten und der Methode. Und wir haben ein offenes Gespräch darüber geführt. Wir wollen auch die Methodik überarbeiten. Wir wollen nicht fortwährend in Aktionismus, sondern wir wollen, um das Wort von Herrn Münkler aufzunehmen, wir wollen einen strategischen Ansatz im Klimaschutz und aus der Kleinteiligkeit herausfinden. So ist dieser Satz, den Sie zitiert haben. Nach drei Jahren zu überprüfen und eben nicht mehr jährlich zu überprüfen und sektorübergreifend und nicht mehr pro Sektor. Das sind Details in der Ausformulierung, die man zu einem späteren Zeitpunkt auch öffentlich konkretisieren wird. Stopp.